Es gibt doch nichts Schöneres, als nach Hause zu kommen und ein Päckchen vor der Tür stehen zu haben. Ja, was willst du mit dem Dolch hier? Sprich! Auspacken, lieber Georg, auspacken! Verstehst du nicht? Genau. Ja, genau. Jawohl! Hallo, liebe Freunde des gepflegten Brettspiels! Und herzlich willkommen zu diesem tollen Unboxing-Video. Ja, wir haben was ganz Tolles, was wir unboxen. Richtig. Und Grüße an die Brettspielgeeks. Ich verwende ein Küchenmesser. Ja, und Grüße auch an alle Kinder. Bitte nicht nachmachen zu Hause mit dem Küchenmesser. Nicht, wenn ihr noch nicht eingeführt seid in die Benutzung des Küchenmessers. Genau. Und euren Eltern. Der Disclaimer. Nur unter Aufsicht der Eltern. Na, ob das jetzt besser wäre, wenn ich das jetzt mit dem scharfen Teppichbodenmesser aufmache. Ich glaube, da brauchen wir auch einen Warnhinweis. Ja. Oh, ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. Du hast ein Déjà-vu, würde ich sagen. Ja, irgendwie. Déjà-vu, Fragments of Memory. Und das ist ja ein Spiel so ein bisschen im Stil. Es lässt sich, glaube ich, am besten vergleichen mit Five Tribes tatsächlich. Schon gespielt? Five Tribes? Nein, habe ich noch nicht gespielt. Déjà-vu auch noch nicht. Ja, ich auch nicht. Wir schauen mal rein in die Schachtel. Oha. Gibt's da was zum Auspöppeln? Es gibt erstmal eine Déjà-vu-Matte. Man gönnt sich ja sonst nichts. Das war, glaube ich, sogar im Kickstarter mit dabei. Eine Spielmatte. Kein Witz. Ist das eine Spielmatte oder ist das wirklich als Mauspad gedacht? Das ist wirklich als Spielmatte. Okay. Wir können ja mal einfach reingucken, dass es nicht so spiegelt. Für unsere lieben 1000 Zuschauer. 1200 und ein paar zerquetschte. Ja, jetzt gucken bestimmt mehr Leute an. So, das wäre die Déjà-vu-Matte. Extra mit Déjà-vu. Und es wurde sogar abgestimmt im Kickstarter, ob man dieses Design oder ein anderes Design sich wünscht. Mhm. Dann ein Beutelchen. Ein Stoffbeutelspiel. Für das Coop-Game, das war eines der Stretch-Goals. Für die erste Erweiterung, auch das war ein Stretch-Goal. Dann, das ist so ein Büchle, so wirklich eine Geschichte. Da geht es um dieses namenlose Mädchen, ja, die quasi ihre Erinnerung, deswegen Fragments of Memory, wieder versucht zusammenzubekommen. Und dann gibt es hier Punchboards. Das sind allein schon das Artwork außenrum genial. Wahnsinn, also jawohl. Ist, wer so diesen Chibi-Comic-Look mag, ich glaube, dem wird da. Und dann, das Tolle ist, das kann man tatsächlich jetzt diese Teile sowohl von der einen Seite als auch von der anderen Seite spielen. Also okay, das schenkt sich nichts, da geht es wirklich nur um die Formen und dass die entsprechend angeordnet werden. Weil diese ganzen Teile, hier fehlen schon ein paar, die sind schon rausgebröckelt. Weil die ganzen, diese hier Holzteilchen, die liegen dann nachher auf diesen, wie soll ich sagen, auf diesen Gedächtnisinseln. Ja. Ah, okay. Und das heißt, wir nehmen dann quasi die Bröckelchen oder die Klötzchen von einem dieser Felder und gehen dann immer auf angrenzende, die sich dann immer an so Ecken berühren quasi, immer dann weiter und bilden so einen Weg. Und da, wo man ankommt, dürfen wir alles von dem, was wir hinlegen, in der Farbe aufnehmen. Ah, und das legen wir dann entsprechend hier wieder auf so Karten drauf, um dann quasi entsprechend Erinnerungen zu füllen. Und das ist so die Kernmechanik in diesem Spiel. Jetzt gucken, ob da noch was unten drunter sich versteckt. Nein. Also das ist tatsächlich schon das komplette Hexenwerk. Also wenn wir jetzt hier mal wirklich rausmachen, da haben sie sich was bei gedacht. Ich bin total begeistert gewesen, als sie im Update entsprechend gepostet haben. Oh, das Insert so angepasst, dass quasi wirklich alle Teile ihren Platz haben. Und dadurch, dass die Matte dann oben drauf liegt, verrutscht da ja auch im Normalfall nichts, es sei denn, man dreht es natürlich kopfüber. Aber das Problem hat man ja bei den meisten Spielen mit irgendwelchen Inserts. Egal wie, richtig, ja, wie gut oder schlecht durchdacht, das kommt früher oder später immer das Problem. Ja, also hier wirklich alles schön seinen Platz. Die Tokens könnte man theoretisch unten drunter verstecken. Mhm. Das sind unsere Playerboards. Ich meine nämlich, dass hier die Erweiterung für bis 6 Spieler schon drin wäre, wenn ich mich recht entsinne, aber ich bin mir nicht sicher. Hier steht 2 bis 4 2 bis 4, aber da muss ich nochmal dann im Detail gucken, was da tatsächlich jetzt Bestandteil dieser Kickstarter-Kampagne war. Und auch hier, diese Teile passen hier perfekt rein.
hat alles seinen Platz. Was möchte man mehr, ne? Da könnten sich tatsächlich viele namhafte Spielehersteller mal eine Scheibe von abschneiden. Ja. Und hier werden quasi diese übrigen Erinnerungen, die dann benutzt wurden, quasi aufbewahrt. Und wenn dieses Tableau hier, dieser Standsbogen komplett voll ist, dann werden die wieder neu entsprechend ausgelegt, damit auch einfach das Spiel weitergehen kann, weil ansonsten wäre ja irgendwann der Spielplan leer gefegt und man könnte immer weiterspielen. Ja, und deswegen hier einfach so, damit die nicht auf den Tisch verrutschen. Ja. Also auch hier wieder einfach mitgedacht und auch das hat seinen Platz. Was das hier sind? Ah, Cosmic Expansion, also eine Mini-Erweiterung quasi. Was auch immer, die lege ich jetzt mal so wieder rein. Und ja, die Pikachu mehr so zurück. Pikachu-mäßig, die Erweiterung. Ja, die eine schon, ja, total. So, und dann haben wir hier genau die Cosmic-Erweiterung, die Solo-Erweiterung, die Koop-Erweiterung, ein Regelheft. In Englisch, soweit ich weiß, gibt es die deutsche zum Runterladen. Also ja, so ein Fall von ausdrucken und reinlegen. Und dann noch die Matte, die man sich schön in die Spielmitte legen kann, dass das Material nicht verrutscht. Und das ist ein Spiel für deine Frau. Es hat ein Beutelchen. Ja. Es hat ein Beutelchen. Ja, und das war auch schon First Look Déjà-vu. Ich denke mal, nach dem Spiel wird da früher oder später was zu kommen. Wir haben ja jetzt nicht nur ein Unboxing gedreht, sondern auch ein Upboxing. Wir haben es ja wieder eingepackt. Ja, genau. Und jetzt verpacken wir es in Karton und dann stellen wir es in die Ecke, bis wir es spielen. Genau. Aber in diesem Sinne, wir hoffen mal, das dauert nicht zu lange. Macht's gut. Wir würden uns über einen Daumen nach oben freuen und über ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt mal, kennt ihr das Spiel? Interessiert ihr euch dafür? Würde uns einfach interessieren. Und dann sehen wir uns hoffentlich in Kürze. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.